So, hallo Freunde, hallo YouTube. Herzlich willkommen, ihr seid wieder bei Rillo. Vorweg erstmal, ich könnte mir ein zweites Loch in den Arsch freuen. Ich habe wieder Ton beim Aufnehmen. Das lag jetzt doch an meinem HDMI-Kabel. Okay, das nur am Rande. Ihr werdet euch sicherlich wundern, dass ich jetzt ganz woanders stehe. Das hat folgenden Grund. Wir wollen uns jetzt die erste Waffe aus einer Boss-Seele schmieden. Dann haben wir noch vor, so ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Wir haben ja den orangenen Speckstein, den müssen wir uns noch kaufen. Den haben wir noch nicht, dass wir auch selber Nachrichten hinlegen können. Und dann wollen wir uns um die Hydra kümmern und können dann auch gleichzeitig das Gebiet von der Prepare to Die Edition können wir dann freischalten. Ja, ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet. Bin jetzt hier beim Schmied in Arno Londo. Das ist der Einzige, der aus diesen Bossseelen auch Waffen schmieden kann. Dafür habe ich mir einen Kurzbogen jetzt auf plus 10 gemacht und wir stellen uns jetzt den Finstermondbogen her. Ja, das machen wir jetzt erstmal und dann geht's weiter. So, und zwar, wie gesagt, ihr müsst einen Bogen auf plus 10 machen. Dann geht ihr auf Ausrüstung umwandeln. Ihr könnt jetzt auch einen Kristall und einen Blitzbogen herstellen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen den hier, den Finstermondbogen. Jo, den werden wir uns dann mal herstellen. Sehr schön, den hatte ich auch noch nie. Flucht, so. Können wir gleich mal reinnehmen. Die brauchen wir eh gleich. Nee, ab nach oben. Da ist er. Verdammt. Ja, aber gut, das macht nichts. Wir haben ja Seelen gesammelt. Also ich jetzt hier noch ein bisschen gefarmt in der Zwischenzeit. Wille auf 16. Wo sind wir denn bei Wille? Oh gut, 2 Punkte kriegen wir hin. Okay. Dann können wir uns jetzt aufmachen. Entschuldigung. Zum nächsten Leuchtfeuer. Wir werden zusehen, dass wir Wille auf 16 geskillt kriegen. Dann können wir den Bogen auch benutzen. Und dann werden wir uns auf zur Hydra machen. Finde ich sehr cool, dass ich jetzt hier wieder Ton habe. Weil sonst hätte man das alles auf Sicht machen müssen, wann die Hydra denn ihre. Die schießt so Wasserbälle und ja, wenn man nicht sieht, wann die kommen, ist das schon relativ ungünstig. Gut, das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Und diese Wasserbomben oder Bälle, die schießt, ja. Oh, scheiße, wir müssen noch einen runter. Die können schon mächtig wehtun. Das ist schon nicht so cool. Ja, wenn wir die Hydra dann besiegt haben, ich hoffe, dass ich das gleich beim ersten Mal hinbekomme, dann erscheint da so ein goldener Golem, wie wir den schon gerade im Archiv des Herzogs angetroffen haben. Ich fahre jetzt hoch, verflucht. Ich verpeile das aber auch immer wieder, wie rum man hier drehen muss. Egal. Naja, auf jeden Fall müssen wir diesen goldenen Golem müssen wir besiegen. Und da drin versteckt ist ein weiterer NPC, bei der kann man auch Wunder kaufen. Machen wir nicht. Wollen wir ja nicht. Wenn man dann in das Gebiet von der Prepared Die Edition reinkommt, ist da gleich am Anfang auch so ein Pilz. Der spricht mit einem und zur Not kann man das Gleiche dann irgendwann auch da kaufen. Okay, gut. Die Hydra. Ne, wir holen uns erst den orangenen Speckstein am besten. Dann müssen wir zum... Nein, wir machen erst noch was anderes. Wir werden jetzt erstmal zum Archiv des Herzogs. Da haben wir nämlich noch was vergessen. Wir haben ja da Logan befreit. Den können wir jetzt nochmal anquatschen. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen leichter unterwegs jetzt. Also ich mag ja die Ritterrüstung, aber so richtig fix ist man damit ja nicht.
Und hier und diese schwarze, diese schwarzen Goldsaum-Klamotten hier sehen erstmal cool aus. Ich finde, das sieht auch sehr stylisch aus mit dem Schwert und dem Schild. Und damit ist man halt auch ein bisschen flexibler unterwegs. Oh, hello there. Where have you been? Time is a resource. Let's delve in promptly. Das ist jetzt seltsam. The tomes stored in these archives are truly magnificent. A great pool of knowledge. The fruits of superior wisdom and an unquenchable desire for the truth. Some would say he had an unsound fixation. But his work is a beautiful, invaluable resource. All progress demands sacrifice, and I certainly bear no antipathy for that wonderful, scaleless beast. Ja, aber diese wunderbare... Was war das gerade? Hello there. You really are very diligent. Oh, I understand. We are in the midst of a revolution. Ich weiß jetzt nicht, ob man den leer kaufen muss. Und eigentlich müsste der jetzt verrückt werden. Und dann kann man gegen den kämpfen und aber so viel Seelen und eigentlich will ich ja gar nicht so viel mit Zauber machen. Oh man, wenn ich mal hier was zeigen will, das ist doch nicht zu fassen. Naja. Okay, vielleicht. Wir haben ja Seth schon besiegt. Muss man dem erst alles abkaufen? Das wäre ja Quark. Na gut, das können wir auch später machen. Dann gehe ich offscreen nochmal Seelen sammeln, dann kaufen wir den leer. Und dann, eigentlich müsste der bekloppt werden. Was wir jetzt auch auf jeden Fall machen wollten, ist den Willewert auf 16 bringen. Das reicht auch genau dafür. Jawohl. Ja, wir könnten eigentlich noch gucken, womit man den Bogen verstärken kann. Können wir uns den vielleicht noch ein bisschen aufrüsten, das war schon zu weit. Hier. Mit Dämonen-Titanit. Na gut, dann können wir den zweimal auf die Reihe bekommen. Können wir nochmal eine Seele schlucken. Muss ja jetzt nicht unbedingt bedeutender Held sein. Ja, einmal noch. So. Übrigens Wahnsinn, wie lange ich jetzt schon mit dieser ganzen Menschlichkeit da unterwegs bin. So bei meinen anderen Durchläufen, da ist mir dann doch mal irgendwelcher Quatsch passiert und dann war's das mit der Menschlichkeit. Naja, aber ist ja gut, dass es so ist. Okay, die können wir noch einmal hochpoolen. So. Man soll ja auch irgendwo Dämonen, die dann nicht farmen können. Ich weiß jetzt noch nicht so, das kann ich gerne nochmal nachschauen. Aber mit der Stärke hier, das passt schon. Der Drachenbogen ist, glaube ich, nicht viel stärker. Naja, wenn man ihn aufrüstet, schon. Aber im Augenblick nicht. Und der hat ja noch im Nebeneffekt Zauber. Gut. Wir könnten vielleicht nochmal schauen, wo wir diese... Es gibt so solche Mondlichtpfeile oder so. Irgendwelche Pfeile brauchen wir jetzt sowieso. Da müssen wir jetzt nochmal zum Feuerband schreien. Wir werden auch zur Hydra, werden wir dann, jetzt hier? Nee. Gut. Ich muss mit dir nochmal quatschen. Oh, there you are. Just so you know, Master Logan has left on his own again. Ah ja, ich weiß. It seems that he is still determined to find the famed Regal Archives in Anor Londo. I intend to search for him.
Only before I leave, there is one thing I wish to do. You see, Master Logan has left most of his books. With them, I could teach you Logan sorcery. You have done much to assist me. Before I leave on this journey, I will teach you all that Logan has to share. Ah, okay. Können wir jetzt bei dem? Oh, hello. You made it. Then let us begin. As promised, I shall bequeath Master. Können wir das jetzt auch alles bei dem kaufen? Oh ja, Tatsache. Nee. Alles nicht. Goodbye. Na, hau rein. Gut, macht nichts. Naja, ob wir das jetzt hier mit dem Zauber auf die Reihe bringen oder nicht, das ist mir eigentlich so ziemlich Banane. Was wir jetzt noch machen wollen, ist uns den orangenen Führungsspeckstein, heißt der, glaube ich. Den holen wir uns. Und guck mal. Was? Unheil verschwindet. Was ist? Ich verstehe nicht immer, was das immer ist. Unheil verschwindet nach Sieg über Gratisfürsten. Vielleicht hat er irgendwer oder schon den besiegt jetzt oder ich habe keine Ahnung. Wenn ihr einen Plan habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt ihr sowieso gern tun. Ich bin für alles offen. Für jegweilige Diskussionen. Macht das hier auch noch nicht lange. Also wenn euch auffällt, okay, das könnte man jetzt besser machen oder was weiß ich, dürft ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. So. Ja. Naja, ich will kein Moos. Was hat ihr denn noch hier alles? Das ist alles Schwachsinn, das brauchen wir alles nicht. Gibt wahrscheinlich ein großer Pfeil, Holz, nein, Holz. Ja. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt hier. Können wir uns mal. Aber wir haben ja gar nicht so viele Seelen. So. Das reicht auch. Zählen fressen müssen wir jetzt auf jeden Fall noch, um den Führungsspeckstein, Speckstein zu bekommen. Ja, und dann machen wir uns auf zur Hydra. Da gehen wir durch den Finsterwurzgarten. Denn da gibt's noch ein bisschen was zu holen. Wo wir jetzt noch nicht waren. So. Ja, ist jetzt alles natürlich überhaupt kein Problem mehr hier vorne. Den nehmen wir auch noch mit. Ich muss übrigens sagen, dass mir der Charakter, so wie er jetzt ist, verdammt gut gefällt. Also wir haben hier Beweglichkeit, Vitalität und Kondition auf 40. Das ist schön. Wir können dann nochmal gucken, dass wir dann vielleicht noch ein bisschen was in Stärke investieren, dass wir vielleicht auch größere Waffen tragen können. Ja. Wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen was mit Zauber. Ich muss mal schauen. Also Zauberei müssten wir sowieso noch skillen, wenn wir da auch noch ein bisschen mehr Pyromantie reinlegen wollen. Die zwei Slots, die werden ja gerade beide verwendet. Von dem großen Chaosfeuerball, den wir drin haben. Mit dem können wir eigentlich auch mal ein bisschen rumspielen, oder? Wenn wir das schon gemacht haben. Dann nehmen wir nochmal die Finsterhand rein. Ach Quatsch, die Pyromantieflammen. So. Ja, das finde ich halt, das ist immer ein bisschen uncool bei diesen Pyromantie-Geschichten. Es dauert alles ewig, ehe man das ausgeführt hat. Ah. Das wäre jetzt noch ein Ding gewesen, wenn er mich hier auch noch getroffen hätte. Komm, lass stecken. Ja, also diese Pyromantie, eigentlich ist das ganz cool, aber wie gesagt, man braucht halt ein bisschen länger, ehe das alles so ausgeführt ist. Und ich mag doch lieber mit Schwertern kämpfen. Hier dürft ihr immer nicht vergessen, da steht noch einer. Ne, der hat mich auch schon mal bis zum Händler hier verfolgt.
was da nicht ganz so günstig ist. There you are. I guess you'd hop the twig for certain. Bah, shows what I know. Ja, diese ganzen NPCs, die wir jetzt hier getroffen haben, die werden wir auf jeden Fall noch alle töten. Also wir werden ja dann, bevor wir dann zum Fürst Gwyn gehen, werden wir hier sowieso noch ein bisschen aufräumen, alle Schmiede, alles wegmachen, was auch was freundlich ist. Ja, weil da kriegen wir immer noch ein paar Sachen. Das mit diesem Logan, das würde ich schon eigentlich ganz gerne noch machen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Da kriegt man auch noch einen Zauber von dem, wenn man den dann umbringt. Ich weiß bloß nicht, ob man das auch bekommen würde, wenn man den einfach so jetzt tötet, ohne den leer zu kochen. Das weiß ich halt nicht. Aber gut, da kann ich ja, wie gesagt, ich kann ja immer noch mal Seelen farmen, mal gucken, wie viel man da braucht. Und dann farme ich offscreen noch mit meiner Menschlichkeit nicht. Farme ich offscreen noch ein bisschen. Der nächste. Was jetzt hier vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass der Typ, den wir da in der Schandstadt getroffen haben, der Händler, der ist jetzt hier. Und bei dem kann man so Klamotten kaufen von Bossen, die man besiegt hat. Jetzt habe ich nicht gesehen, wann er zuhaut. So, da können wir mal hinfixen zu dem, wenn wir schon mal hier sind. Hier sitzt er jetzt. Lustiger Typ. Ja, was können wir bei den kaufen? Goldharz. Den Generalschlüssel könnte man jetzt hier kaufen. Ja, das, was er vorher halt schon hatte, diese ganzen Kristallgeschichten. Brauchen wir nicht. Ja, und jetzt können wir hier auch die Golem-Rüstung können wir kaufen. Ne, von dem großen Golem, den wir ja in seiner Festung besiegt haben. Ornsteins Rüstung können wir kaufen. Wäre vielleicht auch noch mal interessant, das vielleicht irgendwann zu machen, aber erstmal muss das nicht sein. Krone der Finstersonne, Mondlichtrobe, also hier von Wendelin. Die Klamotten könnten wir hier erstehen. Hatte ich bisher auch noch nicht. Wäre ja ganz cool, mal das zu holen. Verlangt ihrem Träger unermesslichen Willen ab, doch sie ist von der Macht des Finstermondes durchdrängt, die alle Magie verstärkt. Ah, okay. Das Abbild der Sonne steht für Wendelins tiefe Verehrung der Sonne. Alles klar. Okay. Aber da um sowas können wir uns auch später kümmern, bevor wir ja dann, wie gesagt, zum Fürst Gwyn gehen. Dann werden wir noch ein bisschen was erledigen. Ich werde dann mal schauen, dass ich hier mir noch ordentlich was an Seelen zusammensammle, beziehungsweise farme. Und dann können wir uns den ganzen Quark noch besorgen. Ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Okay. Ich sehe schon, wir sind fast bei 20 Minuten. Teleportieren können wir uns jetzt zum Gemeinde der Untoten. Das werden wir noch machen. Und dann kümmern wir uns im nächsten Video um die Hydra. Gehen wir nochmal durch den Finsterbootsgarten. Aber diesmal in eine andere Richtung. Und zwar müssen wir ja ins Finsterbootsbecken, um den Typen zu kletten, und da besorgen wir uns noch das Graswappenschild, das haben wir noch nicht, was auch nochmal dann Ausdauer regeneriert, wenn man es trägt. Und ja, das machen wir alles im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann bis gleich.